Привет всем моим трудолюбивым пчелкам, которые, конечно же, с любовью изучают немецкий язык. Но те из вас, кто сегодня в первый раз с нами, надеюсь, вы научитесь любить немецкий так же, как мы его любим. Меня зовут Даля, и спасибо, что вы сегодня со мной. В сегодняшнем видео мы займемся аудированием. Мы посмотрим документальный фильм с канала Arte. Пусть вас не пугает слово «документальный фильм». Конечно же, манера говорения будет отличаться от мультиков. Но напомню вам о том, что все носители любого языка говорят по-разному. Кто-то шепелявит, кто-то говорит слишком быстро, у кого-то сильный диалект. Нам нужно научиться слышать слова в любом контексте. Поэтому мы немного поэкспериментируем, и, конечно же, в ближайшее время будет очередной разбор мультика. Лексика в данном видео будет очень понятной, очень доступной, но есть некие сложности данного документального фильма. Я не буду заранее о них говорить, чтобы вы не настраивали себя на негативный лад, но я специально выбрала именно этот фильм с этими сложностями, чтобы ваше ухо привыкало. Ну а те из вас, кто сегодня в первый раз на моем канале, расскажу о двух важных особенностях. Во-первых, у меня очень много разного материала. Искать его в общем списке довольно бессмысленно, поэтому обращайтесь к плейлистам. У меня не только документальные фильмы, но и много разных других разборов, в том числе и материалов по разным уровням. Работать мы будем таким образом, что сначала вы прослушиваете некий отрезок самостоятельно и без каких-либо подсказок, и затем тоже самый отрезок мы прослушиваем вместе, но уже с моими субтитрами, комментариями и объяснениями. Итак, сейчас начнется первый отрезок без субтитров и подсказок. Слушайте внимательно. Мы начинаем. Nach 24 Stunden Fahrt ist mein Ziel in Reichweite. Das Gebiet der Surma im Südwesten Äthiopiens am Rande des Omo-Flusstals. Die Surma sind Halbnomaden und leben als Viehzüchter weit verstreut in diesen schwer zugänglichen Bergen. Sie gehören zu den letzten Naturvölkern, deren Frauen einen Lippenteller tragen. Ein 8000 Jahre altes Accessoire, das Anthropologen bis heute beschäftigt. Schandig? Ich interessiere mich für die Verbindung von Körperschmuck und Verführung und die bei diesem Brauch zutage tretenden Werte. In wenigen Tagen werden die Frauen im Dorf einem Mädchen beim Einsetzen des Lippentellers helfen. Bis dahin macht sich Nagunia schon mal hübsch. Ich treffe sie mitten in einer Styling-Session mit ihrer Freundin Natu. Mein Muster wird schöner als deins. Wenn ich mich verschneide, gibt's Gelächter. Wunderschön. Spitze. Gefällt's dir? Hübsch, total fein. Stimmt, aber dein Armreif ist auch schön. Magst du meine Fußreifen? Ich kann dir einen geben. Nicht doch, sie gehören dir. Deine Schmucknarben sind beeindruckend. Ja, ich habe überall welche, sogar auf dem Bauch. Ich mache sie mit Dornen. Das Motiv zeichne ich mit Asche vor. Das Ritzen tut weh, aber die Narben sind ein Schönheitssymbol. Möglichst am ganzen Körper. Warum möchtest du einen Lippenteller tragen? Wegen meinem Freund. Wir werden bald heiraten. Wenn ich den Schmuck trage, wird er das reizvoll finden. Je größer der Teller, desto schöner. Heute finden das viele hässlich. Für uns ist es Schmuck. Früher wurdest du mit einer Peitsche dazu gezwungen. Heute ist das freiwillig, weshalb immer weniger mitmachen. Ich will die Tradition bewahren und so sein wie meine Mutter. You're courageous. Mutig. Ehrlich gesagt kommen mir manchmal Zweifel. Wird es so wehtun wie an den Ohren? Aber ich bin stark. Ich bin jetzt erwachsen und kann Schmerzen aushalten. Du wirst es erleben. Nach deiner langen Anreise darfst du dich zu uns setzen. Thank you. Danke.
Deine Kraft ist beispielhaft. Nach 24 Stunden Fahrt ist mein Ziel in Reichweite. Das Gebiet der Surma im Südwesten Äthiopiens am Rande des Omo-Flusstals. Die Surma sind Halbnomaden und leben als Viehzüchter weit verstreut in diesen schwer zugänglichen Bergen. Nach 24 Stunden Fahrt ist mein Ziel in Reichweite. После 24 часов поездки моя цель в зоне досягаемости. Существительное die Fahrt, поездка женского рода. Существительное das Ziel среднего рода. И выражение in Reichweite sein, быть в зоне досягаемости, либо просто в досягаемости. Das Gebiet der Surma im Südwesten Äthiopiens am Rande des Omo-Flusstals. Область племени Сурма в юго-западе Эфиопии у края долины реки Омо. Das Gebiet, зона либо область. Die Surma – это наименование племени, как вы поняли. Im Südwesten – на юго-западе. Am Rande – у края. Либо также у этого выражения есть перевод «у обочины». Существительное das Omo-Flusstal состоит из нескольких частей, а именно наименование самой реки Омо, затем der Fluss, река, и существительное das Tal, долина. Die Surma sind Halbnomaden und leben als Viehzüchter weit verstreut in diesen schwer zugänglichen Bergen. Surma являются полукочевниками и живут как скотоводы, далеко разбросанные, либо широко разбросанные в этих труднодоступных горах. Die Halbnomaden, здесь множественное число, единственное число der Halbnomade, полукочевник, то есть люди, ведущие полукочевой образ жизни, leben, lebte, hat gelebt, жить, als Viehzüchter, как скотоводы. Der Viehzüchter в единственном числе, соответственно, переводится как скотовод. Weit verstreut, широко разбросанный. Вообще, само по себе прилагательное verstreut обозначает рассыпанный. Оно образовано, конечно же, от глагола verstreuen. Etwas akkusativ verstreuen, что-либо рассыпать. Но в качестве прилагательного у него есть также значение в подходящем контексте, как нечто разбросанное. Да? Именно здесь этот перевод подходит. Schwer zugänglich, трудно доступный. И существительное der Berg – это гора. Sie gehören zu den letzten Naturvölkern, deren Frauen einen Lippenteller tragen. Ein 8000 Jahre altes Accessoire, das Anthropologen bis heute beschäftigt. Charlie? Ich interessiere mich für die Verbindung von Körperschmuck und Verführung und die bei diesem Brauch zutage tretenden Werte. Sie gehören zu den letzten Naturvölkern, deren Frauen einen Lippenteller tragen. Ein 800 Jahre altes Accessoire, das Anthropologen bis heute beschäftigt. Они относятся к последним первобытным народам, чьи женщины носят губную тарелку. Это некий аксессуар, которому уже 8000 лет, и который до сих пор занимает антропологов. Gehören, gehörte, hat, gehört, относиться к чему-либо. У нас есть gehören zu etwas, dativ. Zu den letzten Naturvölkern. Das Naturvolk – это первобытный народ. То есть они относятся к последним первобытным народам, deren Frauen, чьи женщины, einen Lippenteller tragen, носят губную тарелку. Der Teller – тарелка, и die Lippe – губа. И, конечно же, глагол tragen – носить, tragen, trug, hat, getragen. Ein 8000 Jahre altes Accessoire. Итак, das Accessoire, существительное среднего рода Accessoire, das Anthropologen, который этот аксессуар, да, который антропологов до сих пор занимает. Ja? Beschäftigen, beschäftigte, hat, beschäftigt. Ich interessiere mich für die Verbindung von Körperschmuck und Verführung und die bei diesem Brauch zutage tretende Werte. Меня интересует взаимосвязь между украшением тела и соблазнением, а также ценности,
которые при этом обычаи обнажаются. Итак, ich interessiere mich für die Verbindung. Sich für etwas akkusativ interessieren, интересоваться чем-либо. Die Verbindung, связью, либо взаимосвязью. Von Körperschmuck. Существительное der Körperschmuck переводится в данном видео, именно в данном контексте, как украшение тела. Und Verführung. И соблазнение. Die bei diesem Brauch, которые при, в этом обычае, да, der Brauch – это некий обычай, обнажившиеся ценности, да, и ценности, которые при этом обычае обнажаются. Можно и так перевести. Итак, zu Tage treten – это нечто обнажившееся, что-то, что вышло на поверхность. И существительное der Wert – это ценность, то есть вышедшие на поверхность ценности в этом обычае. In wenigen Tagen werden die Frauen im Dorf einem Mädchen beim Einsetzen des Lippentellers helfen. Bis dahin macht sich Nagunia schon mal hübsch. Ich treffe sie mitten in einer Styling-Session mit ihrer Freundin Natu. In wenigen Tagen werden die Frauen im Dorf einem Mädchen beim Einsetzen des Lippentellers helfen. Через несколько дней женщины в деревне будут помогать некой девочке вставить губную, помочь вставить губную тарелку. Итак, in wenigen Tagen, через несколько дней, то есть имеется через малое количество дней, werden helfen, помогут, да, глагол помогать, helfen, half, hat, geholfen. Эти женщины помогут, женщины в деревне, die Frauen im Dorf, само по себе существительное, das Dorf, среднего рода, einem Mädchen, некой девочке, das Mädchen, начальная форма, beim Einsetzen, существительное das Einsetzen в данном видео переводится именно как вставление, вставлять куда-либо, потому что у самого глагола etwas Einsetzen есть распространенное значение вставлять что-либо куда-либо. И существительное der Lippenteller, вы уже знаете, губная тарелка. Bis dahin macht sich Nagunia schon mal hübsch. А до этих пор Нагуня будет прихорашиваться. Sich hübsch machen, если переводить прямо-таки дословно, делать себя красивой. Туда входит все возможное. И одеться красиво, и накраситься, и волосы, и все тому подобное. Итак, до тех пор Нагуня будет прихорашиваться. Ich treffe sie mitten in einer Styling-Session mit ihrer Freundin Natu. Я встречаюсь с ней в самом разгаре ее сессии стайлинга с ее подругой Natu. Treffen, traf, hat, getroffen, встречать кого-либо. Mitten, здесь переводится именно как в разгаре. In einer styling session, в сессию стайлинга. Mit ihr Freundin Natu, с ее подругой Natu. Mein Muster wird schöner als deins. Wenn ich mich verschneide, gibt's Gelächter. Wunderschön. Spitze. Gefällt's dir? Hübsch, total fein. Stimmt, aber dein Armreif ist auch schön. Mein Muster wird schöner als deins. Мой узор будет красивее, чем твой. Существительное das Muster среднего рода. Wenn ich mich verschneide, gibt's Gelächter. Если я порежусь, то будет гогот, либо будем гоготать. Also, sich verschneiden, порезаться, это сильный глагол, sich verschneiden, verschnitt, hat, verschnitten. И существительное das Gelächter, гогот, хохотание. Wunderschön, spitze. Прекрасно, классно. Gefällt es dir? Тебе нравится? Hübsch, total fein. Красиво, очень изящно. Fein – это нечто изящное. Stimmt, aber dein Armreif ist auch schön. Верно, это у нас stimmt, да? Aber dein Armreif, но твой браслет, тоже красив. Существительное der Armreif мужского рода. Magst du meine Fußreifen? Ich kann dir einen geben. Nicht doch, sie gehören dir. Deine Schmucknarben sind beeindruckend. Ja, ich habe überall welche, sogar auf dem Bauch.
Ich mache sie mit Dornen. Das Motiv zeichne ich mit Asche vor. Das Ritzen tut weh, aber die Narben sind ein Schönheitssymbol. Möglichst am ganzen Körper. Magst du meine Fußreifen? Тебе нравятся мои браслеты для ног? Der Fußreif – это браслет для ног, для ноги. Ich kann dir einen geben. Я тебе могу дать один. Können, konnte, hat gekonnt und geben, gab, hat gegeben. Nicht doch, да нет же. Sie gehören dir. Они принадлежат к тебе. У нас выше был уже глагол gehören, принадлежать кому-либо. Gehören, gehörte, hat gehört. Deine Schmucknarben sind beeindruckend. Твои украшающие шрамы впечатляют. Jemanden beeindrucken, кого-либо впечатлять, а выражение beeindruckt sein, быть впечатленным. Существительно, die Narbe, шрам женского рода, и der Schmuck – это украшение. Ja, ich habe überall welche, sogar auf dem Bauch. Да, у меня везде они есть, даже на животе. Überall, везде, и welche заменяют Narben. Да, у меня они везде, поэтому я так перевела. Sogar auf dem Bauch, даже на животе. Существительно, der Bauch мужского рода. Ich mache sie mit Dornen. Я их делаю шипами. Здесь множественное число. В единственном числе der Dorn, шип. Das Motiv zeichne ich mit Asche vor. Мотив я намечаю пеплом. Vor – это, конечно же, отделяемая приставка. Vorzeichnen. Слабый глагол vorzeichnen. Zeichnete vor, hat vorgezeichnet. Что-либо намечать, либо делать эскиз. И существительное die Asche – это пепел. Das Ritzen tut weh, aber die Narben sind ein Schönheitssymbol, möglichst am ganzen Körper. Нанесение порезов причиняет боль, но шрамы являются символом красоты, по возможности на всем теле. Das Ritzen я перевела как нанесение порезов. Сложность данного существительного состоит в том, что оно образовано от глагола etwas ritzen, что-либо резать, порезать. И такие субстантивированные глаголы довольно трудно переводить на русский язык. Часто они переводятся именно глаголом, да, по смыслу. В нашем переводе, в нашем видео лучше всего, на мой взгляд, именно перевод нанесение порезов. Tun, tat, hat getan, что-либо делать, причинять. Aber die Narben, но шрамы, sind ein Schönheitssymbol, являются символом красоты. Существительное das Symbol среднего рода. Möglichst, по возможности, am ganzen Körper, по всему телу. Начальная форма der Körper. Warum möchtest du einen Lippenteller tragen? Wegen meinem Freund. Wir werden bald heiraten. Wenn ich den Schmuck trage, wird er das reizvoll finden. Warum möchtest du einen Lippenteller tragen? Почему ты хочешь носить губную тарелку? Повторюсь, tragen, trug, hat, getragen. Wegen meinem Freund. Из-за моего друга. Wir werden bald heiraten. Мы скоро поженимся. Heiraten, heiratete, hat geheiratet. Wenn ich den Schmuck trage, wird das reizvoll finden. Если я буду носить украшения, он будет находить это, либо считать привлекательным. Wenn ich den Schmuck trage, здесь должно быть вам все знакомо, der Schmuck, украшения и глагол tragen, носить, reizvoll, нечто привлекательное, и глагол finden, находить, либо считать. У нас в контексте подходит перевод именно считать. Finden, fand, hat, gefunden. Je größer der Teller, desto schöner. Heute finden das viele hässlich. Für uns ist es Schmuck. Früher wurdest du mit einer Peitsche dazu gezwungen. Heute ist das freiwillig, weshalb immer weniger mitmachen. Ich will die Tradition bewahren und so sein wie meine Mutter. Je größer der Teller, desto schöner. Чем больше тарелка, тем красивее. Heute finden es viele hässlich. На сегодняшний день многие находят это некрасивым. Я hässlich, непривлекательный, некрасивый. Für uns ist das Schmuck. Для нас это украшение. Früher wurdest du mit einer Peitsche dazu gezwungen. Раньше тебя
вынуждали к этому кнутом. Die Peitsche, Knut, и глагол zwingen, заставлять что-либо делать, вынуждать к чему-либо, это ксильный глагол zwingen, zwang, hat, gezwungen. Heute ist es freiwillig, weshalb immer weniger mitmachen. Сегодня это добровольно. По этой причине это делают все меньшее количество людей. Итак, freiwillig, добровольный. По этой причине, это у нас weshalb, можно сказать поэтому, но поэтому, ну, в принципе, да, либо поэтому, либо по этой причине. Immer weniger, имеется в виду, все меньше людей mitmachen, делают это. Mit – это обозначает что-либо делать вместе с кем-либо. Также этот глагол можно перевести как участвовать в чем-либо. Слабый глагол mitmachen, machte mit, hat mitgemacht. Ich will die Tradition bewahren und so sein wie meine Mutter. Я хочу сохранить эту традицию и быть такой, как моя мама. Die Tradition – традиция. И глагол bewahren – что-либо сохранять. Bewahren – bewahrte, hat bewahrt. Und so sein – и быть такой, как моя мама. You're courageous. Mutig. Ehrlich gesagt kommen mir manchmal Zweifel. Wird es so wehtun wie an den Ohren? Aber ich bin stark. Ich bin jetzt erwachsen und kann Schmerzen aushalten. Du wirst es erleben. Nach deiner langen Anreise darfst du dich zu uns setzen. Danke. Deine Kraft ist beispielhaft. Mutig. Смело. Ehrlich gesagt kommen mir manchmal Zweifel. Честно говоря, иногда ко мне приходят сомнения. Ehrlich gesagt, так можно и запомнить, честно говоря, kommen mir manchmal Zweifel. Ко мне иногда приходят сомнения. Kommen, come, ist, gekommen. И существительное der Zweifel, сомнения. Wird es so wehtun wie an den Ohren? Будет ли это так же больно, как и с ушами? Aber ich bin stark. Но я сильная. Ich bin jetzt erwachsene und kann Schmerzen aushalten. Я теперь взрослая и могу выдержать боль. Aushalten – что-либо выдерживать, сильный глагол. Aushalten – hält aus, hat ausgehalten. И существительное – die erwachsene – взрослая. Du wirst es erleben. Ты это увидишь. Вообще глагол erleben, если прямой такой дословный перевод, это что-либо пережить, да? Erleben, erlebt, hat erlebt. Но в нашем контексте видео ты это переживешь, имеется в виду как раз-таки, что ты это воочию увидишь, да? Вот воочию что-то увидеть, что-либо, это у нас как раз-таки глагол erleben. Nach deiner langen Anreise darfst du dich zu uns setzen. И после твоей долгой поездки ты можешь сесть к нам. Sich zu jemanden, dativ setzen, сесть кому-либо. Но я думаю, здесь в контексте видео имеется в виду, ты можешь к нам присоединиться. Die Anreise – это некая поездка. Danke, спасибо. Deine Kraft ist beispielhaft. Твоя сила достойна подражания. Die Kraft – сила и прилагательное – beispielhaft – нечто достойное подражания. Jede Kultur hat ihr eigenes Schönheitsideal. Und doch beinhalten alle etwas Universales. Überall erfolgt die Verführung über den Körper. Er wird bearbeitet und malträtiert, um den Erwählten zu betören. Darf ich dich was fragen? Haben neugeborene Mädchen bei euch alle langes Haar wie du? Manche Säuglinge werden schon mit Haaren geboren. Ich war als Baby völlig kahl. Meine Haare sind erst später gewachsen. Wir finden lange Haare furchtbar. Wenn du länger hier bist, sollten wir dich rasieren. Auf uns wirkt langes Haar abstoßend. Falls ich meine Meinung ändere, erfahrt ihr das als Erste, versprochen.
Nagunya ist 18. Wie alle Surma-Frauen traktiert und verziert sie ihren Körper seit der Kindheit. Aber die Unterlippendehnung ist ein Wendepunkt. Damit signalisiert sie der Dorfgemeinschaft, besonders den Männern, dass sie bereit ist zu heiraten. Anselvi, pass auf! Oh, tut mir leid. So musst du das machen. So? Richtig so? Du arbeitest schnell. Wir kommen immer zu zweit. Bis wir 10 sind, stehen wir unter Aufsicht. Aber dann erledigen wir alles allein. Wir haben genug Kraft und Pflichtgefühl für die Arbeit, die man uns gibt. Man lässt uns viel Freiheit. Am liebsten arbeiten wir zusammen, die ganze Zeit. Wir sind unzertrennlich, weißt du? Das nicht. Das ist zum Essen, aber noch nicht jetzt. Okay. Lass uns ausruhen. Ist es dir wichtig, auch auf dem Feld hübsch auszusehen? Ja klar, wir machen uns immer zurecht, bei der Arbeit ganz besonders. Hier fallen wir auf. Die Leute schauen, ob wir faul oder fleißig sind. Mädchen, die hart arbeiten, finden schnell einen Mann. Die Faulen müssen manchmal warten, bis sie 30 sind. Bei uns zählt neben dem Äußeren auch, ob wir arbeitsam sind. Schönheit bedeutet für uns auch, nicht faul zu sein. Hat dein Verlobter dich auf dem Feld beobachtet, bevor er dich wählte? Sicher, er hat mich gesehen und ich habe ihm gefallen. Aber du musst wissen, mir hat er auch gefallen. Jede Kultur hat ihr eigenes Schönheitsideal. Und doch beinhalten alle etwas Universales. Überall erfolgt die Verführung über den Körper. Er wird bearbeitet und malträtiert, um den Erwählten zu betören. Jede Kultur hat ihr eigenes Schönheitsideal. Doch beinhalten alle etwas Universales. Каждая культура имеет свой идеал красоты. Но все же все они содержат нечто универсальное. Итак, die Kultur, Kultura, das Schönheitsideal, некий идеал красоты, и глагол beinhalten, что-либо содержать, beinhalten, beinhaltete, hat beinhaltet, и etwas Universales, нечто универсальное, само по себе существительное среднего рода. Überall erfolgt die Verführung über den Körper. Везде процесс соблазна происходит с помощью тела. Итак, überall, везде, либо повсюду, erfolgt, происходить, либо случаться, да, erfolgen, erfolgte, hat erfolgt, die Verführung, соблазнение, über den Körper, через тело. Er wird bearbeitet und malträtiert, um den Erwählten zu betören. Оно, то есть тело, подвергается некой обработке, я den Körper bearbeiten, как сказать по-другому, обработать тело, ну, не очень, на мой взгляд, именно тело подвергается некой обработке, und maltretiert. Глагол maltretieren переводится именно как третироваться, да, оно подвергается обработке и третируется. Maltretieren, maltretierte, hat maltretiert, um den Erwählten, чтобы избранного, der Erwählte, некий избранный, zu betören, обворожить. Betören, betörte, hat betört.
Darf ich dich was fragen? Haben neugeborene Mädchen bei euch alle langes Haar wie du? Manche Säuglinge werden schon mit Haaren geboren. Ich war als Baby völlig kahl. Meine Haare sind erst später gewachsen. Wir finden lange Haare furchtbar. Wenn du länger hier bist, sollten wir dich rasieren. Darf ich dich was fragen? Могу ли я тебя кое-что спросить? Dürfen, durfte, hat gedurft, fragen, fragte, hat gefragt. Haben neugeborene Mädchen bei euch alle langes Haar wie du? Все ли новорожденные девочки у вас имеют такие же длинные волосы, как у тебя? Neugeboren, новорожденный, das Mädchen, девочки, девочка, здесь имеется в виду множественное число. Langes Haar wie du, длинные волосы, как у тебя. Manche Säuglinge werden schon mit Haaren geboren. Некоторые младенцы рождаются уже с волосами. Der Säugling – это либо младенец, либо грудничок. И geboren werden – рождаться. Ich war als Baby völlig kahl. Ребенком, либо малышом, я была совершенно лысая. Ja? Völlig kahl – kahl – это лысая. Völlig kahl – совершенно лысая. Meine Haare sind erst später gewachsen. Мои волосы выросли позже. Wachsen, wuchs, ist gewachsen. Все остальное, я думаю, понятно. Wir finden lange Haare furchtbar. Для нас длинные волосы ужасны. Ja? Furchtbar, нечто ужасное. Wenn du länger hier bist, sollten wir dich rasieren. Если ты здесь останешься подольше, нам следовало бы тебя побрить. Rasieren, rasierte, hat rasiert, что-либо брить. Wenn du länger hier bist, если переводить дословно, получается, если ты здесь будешь дольше, да, но имеется в виду, если ты здесь побудешь подольше, либо останешься подольше, нам следовало бы тебя побрить. Следовало бы, здесь у нас конъюнктив, sollten. Auf uns wirkt langes Haar abstoßend. Falls ich meine Meinung ändere, erfahrt ihr das als Erste, versprochen. Nagunya ist 18. Wie alle Surma-Frauen traktiert und verziert sie ihren Körper seit der Kindheit. Auf uns wird langes Haar abstoßend. На нас длинные волосы действуют отталкивающе. Глагол wirken, действовать, оказывать влияние. Wirken, wirkte, hat gewirkt. И abstoßend, отталкивающе. Falls ich meine Meinung ändere, erfahrt ihr das als Erster, versprochen. Если я поменяю свое мнение, то вы об этом узнаете первыми. Обещаю. Ja? Versprochen. Так переводится просто. Обещаю. Можно использовать и нужно в речи. Erfahrt ihr das als Erster. Вы узнаете об этом первыми. И глагол ändern. Ändern, änderte, hat geändert. Nagunya ist 18. Nagunya 18. Wie alle Sommerfrauen traktiert und verziert sie ihren Körper seit der Kindheit. Как и все женщины племени Зурма, она глумится и украшает свое тело с самого детства. Трактирен – это глумится. Трактирен – трактирте, hat трактирт. Хочу заметить, что глагол трактирен все-таки имеет глубокий негативный смысл, именно третировать, издеваться над кем-либо, либо над чем-либо. Но, скорее всего, авторы видео имели данный глагол в том смысле, что это больше походит на терзание тела, возможно, менее негативное значение. И verzieren, etwas verzieren, что-либо украшать. Verzieren, verzierte, hat verziert. Seit der Kindheit, собственного детства, ja? Die Kindheit, существительное женского рода. Aber die Unterlippendehnung ist ein Wendepunkt. Damit signalisiert sie der Dorfgemeinschaft, besonders den Männern, dass sie bereit ist zu heiraten.
Aber die Unterlippendehnung ist ein Wendepunkt. Damit signalisiert sie der Dorfgemeinschaft, besonders den Männern, dass sie bereit ist zu heiraten. Но растяжение нижней губы – это некий поворотный момент. Этим она сигнализирует общество деревни, в особенности мужчинам, что она готова выйти замуж. Существительное die Unterlippendehnung состоит из двух частей. Die Unterlippe – нижняя губа, и die Dehnung – растяжение. Der Wendepunkt – поворотный момент. То есть растяжение нижней губы является неким поворотным моментом. Damit, этим, signalisiert sie der Dorfgemeinschaft, das Dorf, деревня, и die Gemeinschaft, некое сообщество. Да? Таким образом, она сигнализирует деревенскому сообществу, besonders den Männern, особенно, либо в особенности мужчинам, dass sie bereit ist zu heiraten, что она готова выйти замуж. Bereit sein, быть готовым, и heiraten, жениться, либо выходить замуж. Heiraten, heiratete, hat geheiratet. Anselvi, pass auf! Anselvi! Oh, tut mir leid. So musst du das machen. So? Richtig so? Du arbeitest schnell. Wir kommen immer zu zweit. Bis wir 10 sind, stehen wir unter Aufsicht. Aber dann erledigen wir alles allein. Wir haben genug Kraft und Pflichtgefühl für die Arbeit, die man uns gibt. Man lässt uns viel Freiheit. Энсельви, pass auf. Энсельви, будь осторожна. О, тут мне leid. Мне жаль. So musst du das machen. Ты должна делать это вот таким образом. Ja, so, richtig so, правильно, именно так. Du arbeitest schnell. Ты работаешь быстро. Arbeiten, arbeitete, hat gearbeitet. Wir kommen immer zu zweit. Мы всегда приходим вдвоем. Ja, zu zweit kommen, приходить вдвоем. Bis wir 10 sind, stehen wir unter Aufsicht. Пока нам не исполнится 10, мы под присмотром. Unter Aufsicht sein, быть под присмотром. Stehen, stand, hat gestanden, стоять. Aber dann erledigen wir alles alleine. Но потом мы все выполняем самостоятельно, либо сами. Ja, erledigen, erledigte, hat erledigt. Выполнять, исполнять. Allein, сами. Wir haben genug Kraft und Pflichtgefühl für die Arbeit, die man uns gibt. У нас достаточно сил и чувства долга для работы, которую нам дают, либо предоставляют. Die Kraft, сила, было уже у нас. Das Pflichtgefühl, чувство долга. Für die Arbeit, для работы, die man uns gibt, которую нам дают. Geben, gab, hat, gegeben. Man lässt uns viel Freiheit. Нам дают много свободы. Существительно, die Freiheit женского рода. Am liebsten arbeiten wir zusammen, die ganze Zeit. Wir sind unzertrennlich, weißt du? Das nicht. Das ist zum Essen, aber noch nicht jetzt. Okay. Lass uns ausruhen. Am liebsten arbeiten wir zusammen. Больше всего, либо мы предпочитаем работать вдвоем. Am liebsten, да, охотнее всего. Поэтому я перевела, что больше всего нам нравится работать вместе. Arbeiten, arbeitete, hat gearbeitet. Die ganze Zeit, wir sind unzertrennlich, weißt du? Знаешь, все время мы неразлучны. Знаешь, это у нас, weißt du? Die ganze Zeit, все время sind wir unzertrennlich. Мы неразлучны. Das nicht. Это нельзя, это не надо. Das ist zum Essen, aber noch nicht jetzt. Это для еды, но не сейчас. Lass uns ausruhen. Давай отдохнем.
ausruhen, ruhte aus, hat ausgeruht, отдыхать. И в комбинации с глаголом las, давай, да, давай мы отдохнем. Ist es dir wichtig, auch auf dem Feld hübsch auszusehen? Ja klar, wir machen uns immer zurecht, bei der Arbeit ganz besonders. Hier fallen wir auf. Die Leute schauen, ob wir faul oder fleißig sind. Mädchen, die hart arbeiten, finden schnell einen Mann. Es ist dir wichtig, auch auf dem Feld hübsch auszusehen. Важно ли для тебя также и на поле выглядеть красивой? Существительное das Feld среднего рода и глагол aussehen выглядеть, да? Aussehen за aus hat ausgesehen. Hübsch, красиво. Ja klar, wir machen uns immer zurecht. Bei der Arbeit ganz besonders. Конечно, мы всегда приводим себя в порядок. Особенно, либо в особенности на работе. Sich zurecht machen, приводить себя в порядок. Die Arbeit, существительное женского рода, и ganz besonders, в особенности. Hier fallen wir auf. Здесь мы бросаемся в глаза. Глагол auffallen, сильный глагол. Auffallen, fiel auf, ist aufgefallen. Die Leute schauen, ob wir faul oder fleißig sind. Люди смотрят, являемся ли мы ленивыми, либо трудолюбивыми. Faul, ленивый. Fleißig, его антоним, трудолюбивый. Mädchen, die hart arbeiten, finden schnell einen Mann. Девочки, которые тяжело работают, быстро находят мужа. Hart, тяжело, и глагол arbeiten, arbeiten, arbeitete, hat gearbeitet. Finden schnell einen Mann. Finden, fand, hat, gefunden. Быстро находят мужа. Напомню, что у глагола finden есть также значение что-либо считать, находить что-либо каким-либо. Die Faulen müssen manchmal warten, bis sie 30 sind. Bei uns zählt neben dem Äußeren auch, ob wir arbeitsam sind. Schönheit bedeutet für uns auch, nicht faul zu sein. Hat dein Verlobter dich auf dem Feld beobachtet, bevor er dich wählte? Die Faulen müssen manchmal warten, bis sie 30 sind. Ленивым иногда приходится ждать, пока им не исполнится 30. Повторюсь, faul – ленивый. Глагол müssen – это модальный глагол. Müssen – musste – hat gemusst. Manchmal – иногда. Иногда. И глагол warten – управление warten auf etwas, акузатив – ждать чего-либо. Warten – wartete – hat gewartet. Bei uns zählt neben dem Äußeren auch, ob wir arbeitsam sind. Наряду с внешностью у нас также и учитывается, являемся ли мы трудолюбивыми. Глагол «цель» имеет не только значение «считать», но и «учитывать что-либо». Да? Поэтому у нас наряду с внешностью, либо с внешним видом, это существительное «das äußere», внешний вид, учитывается, ob wir, являемся ли мы трудолюбивыми. Это прилагательное «arbeitsam». Schönheit bedeutet für uns auch, nicht faul zu sein. Красота для нас также и обозначает не быть ленивым. Bedeuten, bedeutete, hat, bedeutet, значит, обозначать. Hat dein Verlobter dich auch auf dem Feld beobachtet, bevor er dich wählte? Наблюдал ли твой жених за тобой на поле, прежде чем он тебя выбрал? Der Verlobte. Это жених, либо как называется, когда люди помолвлены. Ну да, жених получается, да? Жених, повторюсь, das Feld, поле, и глагол beobachten, наблюдать за кем-либо. Beobachten, beobachtete, hat beobachtet. Bevor er dich wählte. До тех пор, пока он тебя выбрал. Before – это до. И глагол wählen, wählen, wählte, hat gewählt. Sicher, er hat mich gesehen und ich habe ihm gefallen. Aber du musst wissen, mir hat er auch gefallen. Sicher, конечно. Er hat mich gesehen und ich habe ihm gefallen. Он меня увидел, и я ему понравилась. Sehen, sah, hat gesehen und jemandem dativ gefallen. Понравится кому-либо. Gefallen, gefiel, hat gefallen. Aber du musst wissen,
Mir hat er auch gefallen. Но ты должна знать, мне он тоже понравился. Müssen, musste, hat gemusst. Wissen, wusste, hat gewusst. Mir hat er auch gefallen. Повторюсь, глагол gefallen, нравится. Gefallen, gefiel, hat gefallen. Ich habe mich in ihn verliebt. Я влюбилась в него. Глагол влюбиться в кого-либо, sich in jemanden, Akkusativ verlieben. Sich verlieben, verliebte, hat verliebt. Allmählich begreife ich. Verführung heißt für Surma-Mädchen, sich ins rechte Licht zu setzen, die Blicke auf sich zu ziehen. Mit harter Arbeit und dem Dehnen der Unterlippe hoffen sie, ihren Mut zu beweisen. Und auf diese Weise das Brautgeld, wie es in vielen traditionellen Gesellschaften existiert, in die Höhe zu treiben. Ich möchte dich noch was fragen. Bringt ihr in die Ehe etwas mit oder wie funktioniert das bei euch? Gute Frage. Nein, die Familie des Bräutigams zahlt der Brautfamilie nichts. Aber es gibt Geschenke. Meist schenkt der Bräutigam seiner Frau einen Ring, den sie hier trägt. So wie du deinen Schmuck. Weiter nichts? Die Eltern gehen leer aus? Wie unfair. Wenn bei uns kein Brautgeld gezahlt wird, gibt es auch keine Hochzeit. Ich habe mich eingehend mit dem Begriff Brautgabe befasst. In vielen Gesellschaften Afrikas, Asiens oder des Nahen Ostens gelten Frauen als Reichtum. Mit diesem Pendant unserer Mitgift dankt man der Familie der Braut für ihre Tochter. Bei den Surma ist der Preis oft so hoch, dass eine Verbindung erst nach Jahren zustande kommt. Und manchmal nie. Nagunyas Schönheit spielt also eine entscheidende Rolle. Sie ist ein Argument bei den Verhandlungen. Allmählich begreife ich. Verführung heißt für Surma-Mädchen, sich ins rechte Licht zu setzen, die Blicke auf sich zu ziehen. Mit harter Arbeit und dem Dehnen der Unterlippe hoffen sie, ihren Mut zu beweisen. Und auf diese Weise das Brautgeld, wie es in vielen traditionellen Gesellschaften existiert, in die Höhe zu treiben. Allmählich begreife ich. Постепенно я понимаю. Либо, если переводить разговорным языком, до меня доходит. Итак, allmählich, постепенно. Глагол begreifen, понимать что-либо. Begreifen, begriff, hat begriffen. Verführung heißt für Surma-Mädchen, sich ins rechte Licht zu setzen, die Blicke auf sich zu ziehen. Соблазнение для мечен, для девочек племени Сурма значит выставлять себя в выгодном свете и притягивать к себе взгляды. Итак, die Verführung, уже нам знакомое слово, я думаю, вы его запомнили, соблазнение. Heißen hieß, hat geheißen, являться, вообще, конечно же, звать, основное, самое распространенное значение, но у данного глагола не менее важное значение – это обозначать, либо значить, да. Здесь у нас соблазнение значит для девочек племени Сурма «sich ins rechte Licht zu setzen». Это вообще очень-очень красивая фраза, устойчивая. Ее обязательно нужно запомнить, выставлять себя в выгодном свете. Если переводить дословно, здесь себя выставлять в правом свете, да, recht – это правый, но на русский язык переводится именно в выгодном свете. Setzen, setzte, hat gesetzt. Die Blicke auf sich zu ziehen. Притягивать взгляды к себе. Ziehen, zog, hat gezogen. И существительное – der Blick мужского рода. Mit harter Arbeit und dem Dehnen der Unterlippe hoffen sie, ihren Mut zu beweisen und auf diese Weise das Brautgeld, wie es in vielen traditionellen Gesellschaften existiert, in die Höhe zu treiben. С помощью тяжелой работы и растяжением нижней губы они надеются доказать свое мужество и также таким образом, как это существует во многих традиционных обществах, поднять в размере выкуп.
Mit harter Arbeit, с помощью тяжелой работы und mit dem Dehnen и с помощью растяжения der Unterlippe, нижней губы, hoffen sie, они надеются, zu beweisen, они надеются доказать, beweisen, bewies, hat bewiesen. И тут мы перейдем к другой части для красоты перевода, как это, этот факт существует, либо как это происходит в других традиционных обществах. Это у нас часть «wie es in vielen traditionellen Gesellschaften existiert», да, глагол «existieren», «существовать», «быть», «existieren», «existierte», «hat existiert», существительное «die Gesellschaft», «общество». И как это в традиционных обществах существует, таким образом, auf diese Weise, hoffen sie, das Brautgeld in die Höhe zu treiben. In die, etwas in die Höhe treiben, что-либо повышать в размере, да, если дословно переводить, потому что die Höhe – это высота. И treiben – это что-либо вот двигать, да, чем-либо управлять. Treiben, trieb, hat, getrieben. In die Höhe treiben – двигать высоту, получается. Если переводить на русский язык, это поднимать в размере das Brautgeld. Выкуп, существительное das Brautgeld, обратите внимание, среднего рода. Ich möchte dich noch was fragen. Bringt ihr in die Ehe etwas mit oder wie funktioniert das bei euch? Gute Frage. Nein, die Familie des Bräutigams zahlt der Brautfamilie nichts. Aber es gibt Geschenke. Meist schenkt der Bräutigam seiner Frau einen Ring, den sie hier trägt. So wie du deinen Schmuck. Ich möchte dich noch was fragen. Я бы хотела тебя еще кое о чем спросить. Möchten, mochte, hat gemocht. Fragen, fragte, hat gefragt. Bringt ihr in die Ehe etwas mit oder wie funktioniert das bei euch? Приносите ли вы с собой что-либо в брак или как это у вас происходит? Bringen, brachte, hat gebracht. Приносить что-либо. Die Ehe, брак. Приносите ли вы с собой что-либо в брак? Oder wie funktioniert das bei euch? Либо как это у вас, переводить, если дословно, функционирует, но это значит также, как это у вас происходит. Funktionieren, funktionierte, hat funktioniert. Gute Frage, хороший вопрос. Nein, die Familie des Bräutigams zahlt der Brautfamilie nichts. Семья жениха ничего не платит семье невесты. Der Bräutigam, это жених, и die Brautfamilie – это семья невесты. Слово состоит из двух частей – die Familie – семья, und die Braut – невеста. Aber es gibt Geschenke, но есть подарки. Существительное das Geschenk среднего рода. Meist schenkt der Bräutigam seiner Frau einen Ring, den sie hier trägt, so wie du deinen Schmuck. Чаще всего жених дарит своей невесте кольцо, которое она носит здесь, как ты свои украшения. Meist, чаще всего, schenkt der Bräutigam, жених дарит, schenken, schenkte, hat geschenkt, seiner Frau, своей жене, einen Ring, существительно, der Ring мужского рода, den sie hier trägt, которое она носит здесь. Tragen, trug, hat getragen. Обратите внимание, что с аксессуарами используется также глагол tragen. Да? Это официальный, чистый глагол, скажем так. So wie du deinen Schmuck. Как и ты свои украшения. Начальная форма der Schmuck. Weiter nichts? Die Eltern gehen leer aus? Wie unfair. Wenn bei uns kein Brautgeld gezahlt wird, gibt es auch keine Hochzeit. Ich habe mich eingehend mit dem Begriff Brautgabe befasst. In vielen Gesellschaften Afrikas, Asiens oder des Nahen Ostens gelten Frauen als Reichtum. Weiter nichts, и больше ничего. Die Eltern gehen leer aus.
родители уходят с пустыми руками, либо родители остаются ни с чем. Тоже очень интересная фраза. Комбинация «le» aus «gehen» тоже устойчивая фраза, которую обязательно нужно запомнить. Переводится она двумя эквивалентами, либо «уходить с пустыми руками», либо «оставаться ни с чем». Ну а сам по себе глагол «aus gehen» — это сильный глагол. «Ausgehen» ging aus ist ausgegangen. Wie unfair, как нечестно. Wenn bei uns kein Brautgeld gezahlt wird, gibt es auch keine Hochzeit. Если у нас не будет заплачен выкуп, то не будет и никакой свадьбы. Повторюсь, das Brautgeld, выкуп, zahlen, zahlte, hat gezahlt, заплатить. И существительное die Hochzeit, свадьба. Ich habe mich eingehend mit dem Begriff Brautgabe befasst. Я детально занималась пониманием свадебного подарка, либо свадебного дара. Sich mit etwas befassen, разбираться с чем-либо в значении заниматься, да, разбирать какой-то вопрос или разбираться с какой-либо темой. Befassen, befasste, hat befasst. Eingehend, детально. Существительное der Begriff обозначает понятие. И die Brautgabe – это свадебный дар, свадебный подарок. In vielen Gesellschaften Afrikas, Asiens oder des Nahen Ostens gelten Frauen als Reichtum. Во многих обществах Африки, Азии и Ближнего Востока женщины считаются богатством. Der Reichtum, некое богатство. И существительное die Gesellschaft повторяется у нас во второй раз общество. Mit diesem Pendant unserer Mitgift dankt man der Familie der Braut für ihre Tochter. Bei den Surma ist der Preis oft so hoch, dass eine Verbindung erst nach Jahren zustande kommt. Und manchmal nie. Nagunyas Schönheit spielt also eine entscheidende Rolle. Sie ist ein Argument bei den Verhandlungen. Mit diesem Pendant unserer Mitgift dankt man der Familie der Braut für ihre Tochter. С этим подобием нашего приданого благодарят семью невест за их дочь. Существительное das Pendant переводится как подобие. Unsere Mitgift, die Mitgift, приданное. Dankt man der Familie, благодаря семью, der Braut, невесты, für ihre Tochter, за их дочь. Bei der Summe ist der Preis oft so hoch, dass eine Verbindung erst nach Jahren zustande kommt und manchmal nie. В племени Сурма стоимость либо цена может быть такой высокой, что сочетание возможно лишь спустя года, иногда вообще никогда. Итак, der Preis, цена, oft so hoch, часто может быть такой высокой, dass eine Verbindung, что сочетание, тоже очень интересное значение данного существительного, многие знают его в основном, наверное, как некая связь, соединение, но у него есть именно такое понимание, как сочетание, когда речь идет о двух любящих друг друга людей, скажем так. Erst nach Jahre zustande kommt. Лишь спустя года осуществляется, либо очень казенно приводится в исполнение. Zustande kommen тоже очень интересная комбинация и переводится официально как исполняться, либо приводиться в исполнение. Und manchmal nie. И иногда никогда. Нагуньяс Schönheit spielt also eine entscheidende Rolle. Красота Нагуньи играет решающую роль. Entscheidend, ja, решающий. Spielen, spielte, hat gespielt. И существительное die Schönheit женского рода, красота. Sie ist ein Argument bei den Verhandlungen. Она является аргументом при переговорах. Она, то есть ее красота, ist ein Argument, существительное das Argument среднего рода. И die Verhandlung, переговоры. An diesem Morgen will Nagunya mir ihren Verlobten vorstellen. Ist er hübsch? Für mich ist er der Schönste. Da sitzt er.
Freut mich, ich bin Anne Sylvie. My name is Anne Sylvie. Und du? Onesurali. Du hattest recht, er kann sich sehen lassen. Die Surma sind Viehzüchter. Ulisarali will mir eine Stammestradition zeigen. Pass auf, stich nicht zu tief. Um stark zu werden, trinken die jungen Leute das Blut ihrer Tiere. Der Stich in den Hals ist eine fast alltägliche Handlung, von der sich das Rind schnell wieder erholt. Probier du auch, Sylvie. Na los. Zuerst er. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden so viel Blut trinken sehe. Ich bin beeindruckt. Nichts schmeckt besser als das frische Blut meiner Herde. Es ist meine Hauptnahrung. Warum bin ich sonst so groß und stark? Nagunya sagt, ihr seid zusammen. Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben uns auf einem Fest in der Nähe kennengelernt. Mein Herz fing sofort Feuer und ihres auch. Ich habe mich in ihr Gesicht, ihre Augen, ihr Lächeln, ihre Lippen verliebt. In alles. Auch in ihr Wesen. Ich ging zu ihr und sagte, ich liebe dich. Ziemlich direkt. Und wie ging's weiter? Rendezvous, Spaziergänge, Geschenke? Bei uns macht das Mädchen Geschenke. Sie hat mir Perlen geschenkt. Was sagst du zu ihrer Lippendehnung? Es ist ihre Entscheidung. Sie wird Schmerzen haben, aber mit dem Lippenteller kann sie viel mehr Rinder bekommen. Hast du Angst um sie? Was fühlst du dabei? Sie ist stark und die Wunde wird schnell heilen. An diesem Morgen will Nagunya mir ihren Verlobten vorstellen. Ist er hübsch? Für mich ist er der Schönste. An diesem Morgen will Nagunya mir ihren Verlobten vorstellen. Этим утром Нагунья хочет представить мне своего жениха. Ja, jemanden vorstellen, кого-либо представить, vorstellen, stellte vor, hat vorgestellt. Опять у нас der Verlobte, жених. И глагол wollen, wollen, wollte, hat gewollt. Ist er hübsch? Красивый ли он? Für mich ist er der Schönste. Для меня он самый красивый. Da sitzt er. Он сидит там. Sitzen, saß, hat gesessen. Freut mich. Приятно с вами познакомиться. Это тоже такая сокращенная разговорная форма. Freut mich. Но все равно переводится как приятно с вами познакомиться. Ich bin Anne Sylvie. Меня зовут Anne Sylvie. Du hattest recht. Er kann sich sehen lassen. Ты была права. Он достоин внимания. Тоже обратите на эту фразу обязательно внимание. Sich sehen lassen, ja? Oder когда говорят er kann sich sehen lassen. Он достоин внимания. Если переводить прямо-таки дословно, он может себя показать. Da sitzt er. Freut mich, ich bin Anne Sylvie. My name is Anne Sylvie. Und du? Onesurali. Du hattest recht, er kann sich sehen lassen. Die Surma sind Viehzüchter. Ulisarali will mir eine Stammestradition zeigen. Pass auf, stich nicht zu tief. Um stark zu werden, trinken die jungen Leute das Blut ihrer Tiere.
Der Stich in den Hals ist eine fast alltägliche Handlung, von der sich das Rind schnell wieder erholt. Die Surma sind Viehzüchter. Племя Сурма является скотоводами. Олисарали will mir eine Stammestradition zeigen. Олисарали хочет показать мне некую традицию племени. Zeigen zeigte, hat gezeigt, и die Tradition, традиция. Pass auf, stich nicht zu tief. Осторожно, коли не так глубоко. Stechen, колоть, stechen, stach, hat gestochen, zu tief, слишком глубоко. И глагол aufpassen, да, быть внимательным, если переводить дословно. Но когда вы обращаетесь к человеку, pass auf, и говорите ему, либо хотите сказать, либо будь внимательным, либо слушай внимательно, либо смотри и прислушивайся. Um stark zu werden, trinken die jungen Leute das Blut ihrer Tiere. Чтобы стать сильными, молодые люди пьют кровь своих животных. Stark, сильный. Trinken, trank, hat getrunken. Пить. Die jungen Leute, молодые люди, das Blut ihrer Tiere. Кровь своих животных. Существительное das Tier среднего рода. Der Stich in den Hals ist eine fast alltägliche Handlung, von der sich das Rind schnell wieder erholt. Прокол в шею, либо укол в шею – это почти ежедневное действие, от которого корова быстро оправляется. Der Stich, укол, либо прокол in den Hals, в шею, der Hals, мужского рода, alltäglich, ежедневный, либо каждодневный, и существительное die Handlung, действие. Von der sich das Rind schnell wieder erholt. Sich von etwas dativ erholen, оправляться от чего-либо. Erholen, erholte, hat erholt. Существительное das Rind, корова. Probier du auch, Sylvie. Na los. Zuerst er. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden so viel Blut trinken sehe. Ich bin beeindruckt. Probier du auch, Sylvie. Ты тоже попробуй, Sylvie. Probieren, probierte, hat probiert. Na los, давай. Zuerst er. Вначале он. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden so viel Blut trinken sehe. Я в первый раз вижу кого-то, кто так много пьет крови. Что нам здесь интересно? Trinken, trank, hat getrunken, пить. И sehen, sah, hat gesehen. Ich bin beeindruckt. Я впечатлена. Nichts schmeckt besser als das frische Blut meiner Herde. Es ist meine Hauptnahrung. Warum bin ich sonst so groß und stark? Nagunya sagt, ihr seid zusammen. Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben uns auf einem Fest in der Nähe kennengelernt. Mein Herz fing sofort Feuer und ihres auch. Nichts schmeckt besser als das frische Blut meiner Herde. Ничто так не вкусно, как свежая кровь моего стада. Nichts schmeckt besser als, ja, schmecken, schmeckte, hat geschmeckt, быть вкусным, ничто так не вкусно, как, это у нас als, das frische Blut, как свежая кровь, meiner Herde, die Herde, это стадо. Es ist meine Hauptnahrung, die Hauptnahrung, это главная пища, Haupt, главный, и, существительно, die Nahrung, это питание. Warum bin ich sonst so groß und stark? Почему же я тогда иначе такой большой и сильный? Нагуня sagt, ihr seid zusammen. Нагуня говорит, что вы вместе. Wie habt ihr euch getroffen? Как вы встретились? Sich treffen, встречаться. Sich treffen, traf, hat getroffen. Wir haben uns auf einem Fest in der Nähe kennengelernt. Мы познакомились недалеко на неком празднике, ja, in der Nähe, вблизи, поблизости, auf einem Fest, на празднике, das Fest, существительное среднего рода, и глагол kennenlernen, познакомиться с кем-либо, kennenlernen, lernte kennen, hat kennengelernt. Mein Herz fing sofort Feuer und ihres auch.
Мое сердце сразу же воспламенилось, и ее тоже. Устойчивая фраза «Feuer fangen», да, «воспламениться». Und ihres auch, ihre заменяет у нас das Herz, и ее также. Ich habe mich in ihr Gesicht, ihre Augen, ihr Lächeln, ihre Lippen verliebt. In alles. Auch in ihr Wesen. Ich ging zu ihr und sagte, ich liebe dich. Ziemlich direkt. Und wie ging's weiter? Rendezvous, Spaziergänge, Geschenke? Ich habe mich in ihr Gesicht, ihre Augen, ihr Lächeln, ihre Lippen verliebt. In alles. Auch in ihr Wesen. Я влюбился в ее лицо, в ее глаза, в ее улыбку, в ее губы, во все. Das Gesicht, лицо, das Auge, глаз, das Lächeln, улыбка, die Lippe, губа. И опять у нас глагол sich verlieben, влюбиться. Sich verlieben, verliebte, hat verliebt. Auch in ihr Wesen. Также в ее сущность. Das Wesen, сущность. Ich ging zu ihr und sagte, ich liebe dich. Я пошел к ней и сказал, я тебя люблю. Gehen ging ist gegangen. Sagen, sagte, hat gesagt. И глагол jemanden akkusativ lieben, lieben, liebte, hat geliebt. Ziemlich direkt, довольно прямо. Und wie ging es weiter? И как? Дела пошли дальше. Rendezvous, Spaziergänge, Geschenke, свидания, прогулки, подарки. Существительное das Rendezvous, взятое из французского, встреча либо свидание. Der Spaziergang, прогулка. И существительное das Geschenk, подарок. Bei uns macht das Mädchen Geschenke. Sie hat mir Perlen geschenkt. Was sagst du zu ihrer Lippendehnung? Es ist ihre Entscheidung. Sie wird Schmerzen haben, aber mit dem Lippenteller kann sie viel mehr Rinder bekommen. Hast du Angst um sie? Was fühlst du dabei? Sie ist stark und die Wunde wird schnell heilen. Bei uns macht das Mädchen Geschenke. У нас девочки делают подарки. Sie hat mir Perlen geschenkt. Она мне подарила жемчуг. Die Perle, существительное женского рода. И да, schenken, schenkte, hat geschenkt. Дарить что-либо. Was sagst du zu ihrer Lippendehnung? Что ты скажешь по поводу ее растяжения губы? Повторюсь, die Dehnung, растяжение, и die Lippe, это губа. Es ist ihre Entscheidung. Это ее решение, существительное die Entscheidung женского рода. Sie wird Schmerzen haben, aber mit dem Lippenteller kann sie viel mehr Rinder bekommen. Она будет испытывать боль, но при наличии губной тарелки она может получить намного больше коров. Schmerzen haben, испытывать боль. Der Lippenteller, мы уже знаем, это губная тарелка, существительное der Teller мужского рода. И das Rind, корова. Und viel mehr Rinder bekommen, получить намного больше коров. Hast du Angst um sie? Ты боишься за нее? Обратите внимание обязательно на предлог um, да, um jemanden, akkusativ Angst haben, бояться за кого-либо. Was fühlst du dabei? Что ты при этом испытываешь? Fühlen, fühlte, hat, gefühlt, что-либо чувствовать, испытывать. Sie ist stark und die Wunde wird schnell heilen. Она сильная, и рана будет быстро заживать. Глагол heilen – это слабый глагол. Heilen, heilte, hat geheilt. Наша общая с вами работа на этом закончилась. Сейчас вы полностью все это видео прослушаете еще раз самостоятельно и насладитесь тем, что вы наверняка будете понимать большую часть. Но я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих близких, свое здоровье – это очень важно. А я пойду уже работать над следующим материалом. До следующего раза. Пока! Nach 24 Stunden Fahrt ist mein Ziel in Reichweite. Das Gebiet der Surma im Südwesten Äthiopiens am Rande des Omo-Flusstals. Die Surma
Roma sind Halbnomaden und leben als Viehzüchter weit verstreut in diesen schwer zugänglichen Bergen. Sie gehören zu den letzten Naturvölkern, deren Frauen einen Lippenteller tragen. Ein 8000 Jahre altes Accessoire, das Anthropologen bis heute beschäftigt. Ich interessiere mich für die Verbindung von Körperschmuck und Verführung und die bei diesem Brauch zutage tretenden Werte. In wenigen Tagen werden die Frauen im Dorf einem Mädchen beim Einsetzen des Lippentellers helfen. Bis dahin macht sich Nagunia schon mal hübsch. Ich treffe sie mitten in einer Styling-Session mit ihrer Freundin Natu. Mein Muster wird schöner als deins. Wenn ich mich verschneide, gibt's Gelächter. Wunderschön. Spitze. Gefällt's dir? Hübsch, total fein. Stimmt, aber dein Armreif ist auch schön. Magst du meine Fußreifen? Ich kann dir einen geben. Nicht doch, sie gehören dir. Deine Schmucknarben sind beeindruckend. Ja, ich habe überall welche, sogar auf dem Bauch. Ich mache sie mit Dornen. Das Motiv zeichne ich mit Asche vor. Das Ritzen tut weh, aber die Narben sind ein Schönheitssymbol. Möglichst am ganzen Körper. Warum möchtest du einen Lippenteller tragen? Wegen meinem Freund. Wir werden bald heiraten. Wenn ich den Schmuck trage, wird er das reizvoll finden. Je größer der Teller, desto schöner. Heute finden das viele hässlich. Für uns ist es Schmuck. Früher wurdest du mit einer Peitsche dazu gezwungen. Heute ist es freiwillig, weshalb immer weniger mitmachen. Ich will die Tradition bewahren und so sein wie meine Mutter. You're courageous. Mutig. Ehrlich gesagt kommen mir manchmal Zweifel. Wird es so wehtun wie an den Ohren? Aber ich bin stark. Ich bin jetzt erwachsen und kann Schmerzen aushalten. Du wirst es erleben. Nach deiner langen Anreise darfst du dich zu uns setzen. Danke. Deine Kraft ist beispielhaft. Jede Kultur hat ihr eigenes Schönheitsideal. Und doch beinhalten alle etwas Universales. Überall erfolgt die Verführung über den Körper. Er wird bearbeitet und malträtiert, um den Erwählten zu betören. Darf ich dich was fragen? Haben neugeborene Mädchen bei euch alle langes Haar wie du? Manche Säuglinge werden schon mit Haaren geboren. Ich war als Baby völlig kahl. Meine Haare sind erst später gewachsen. Wir finden lange Haare furchtbar. Wenn du länger hier bist, sollten wir dich rasieren. Auf uns wirkt langes Haar abstoßend. Falls ich meine Meinung ändere, erfahrt ihr das als Erste. Versprochen. Nagunia ist 18. Wie alle Surma-Frauen traktiert und verziert sie ihren Körper seit der Kindheit. Aber die Unterlippendehnung ist ein Wendepunkt. Damit signalisiert sie der Dorfgemeinschaft, besonders den Männern, dass sie bereit ist zu heiraten. Anselvi, pass auf. Oh, tut mir leid. So musst du das machen. So?
Richtig so? Du arbeitest schnell. Wir kommen immer zu zweit. Bis wir 10 sind, stehen wir unter Aufsicht. Aber dann erledigen wir alles allein. Wir haben genug Kraft und Pflichtgefühl für die Arbeit, die man uns gibt. Man lässt uns viel Freiheit. Am liebsten arbeiten wir zusammen, die ganze Zeit. Wir sind unzertrennlich, weißt du? Das nicht. Das ist zum Essen, aber noch nicht jetzt. Okay. Lass uns ausruhen. Ist es dir wichtig, auch auf dem Feld hübsch auszusehen? Ja klar, wir machen uns immer zurecht, bei der Arbeit ganz besonders. Hier fallen wir auf. Die Leute schauen, ob wir faul oder fleißig sind. Mädchen, die hart arbeiten, finden schnell einen Mann. Die Faulen müssen manchmal warten, bis sie 30 sind. Bei uns zählt neben dem Äußeren auch, ob wir arbeitsam sind. Schönheit bedeutet für uns auch, nicht faul zu sein. Hat dein Verlobter dich auf dem Feld beobachtet, bevor er dich wählte? Sicher, er hat mich gesehen und ich habe ihm gefallen. Aber du musst wissen, mir hat er auch gefallen. Ich habe mich in ihn verliebt. Allmählich begreife ich. Verführung heißt für Surma-Mädchen, sich ins rechte Licht zu setzen, die Blicke auf sich zu ziehen. Mit harter Arbeit und dem Dehnen der Unterlippe hoffen sie, ihren Mut zu beweisen. Und auf diese Weise das Brautgeld, wie es in vielen traditionellen Gesellschaften existiert, in die Höhe zu treiben. Ich möchte dich noch was fragen. Bringt ihr in die Ehe etwas mit oder wie funktioniert das bei euch? Gute Frage. Nein, die Familie des Bräutigams zahlt der Brautfamilie nichts. Aber es gibt Geschenke. Meist schenkt der Bräutigam seiner Frau einen Ring, den sie hier trägt. So wie du deinen Schmuck. Weiter nichts? Die Eltern gehen leer aus? Wie unfair. Wenn bei uns kein Brautgeld gezahlt wird, gibt es auch keine Hochzeit. Ich habe mich eingehend mit dem Begriff Brautgabe befasst. In vielen Gesellschaften Afrikas, Asiens oder des Nahen Ostens gelten Frauen als Reichtum. Mit diesem Pendant unserer Mitgift dankt man der Familie der Braut für ihre Tochter. Bei den Surma ist der Preis oft so hoch, dass eine Verbindung erst nach Jahren zustande kommt. Und manchmal nie. Nagunyas Schönheit spielt also eine entscheidende Rolle. Sie ist ein Argument bei den Verhandlungen. Morgen will Nagunya mir ihren Verlobten vorstellen. Ist er hübsch? Für mich ist er der Schönste. Da sitzt er. Freut mich, ich bin Anselvi. Und du? Onesurali. Du hattest recht, er kann sich sehen lassen. Die Surma sind Viehzüchter. Olisarali will mir eine Stammestradition zeigen. Pass auf, stich nicht zu tief. Um stark zu werden, trinken die jungen Leute das Blut ihrer Tiere.
Der Stich in den Hals ist eine fast alltägliche Handlung, von der sich das Rind schnell wieder erholt. Probier du auch, Sylvie. Na los. Zuerst er. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden so viel Blut trinken sehe. Ich bin beeindruckt. Nichts schmeckt besser als das frische Blut meiner Herde. Es ist meine Hauptnahrung. Warum bin ich sonst so groß und stark? Nagunya sagt, ihr seid zusammen. Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben uns auf einem Fest in der Nähe kennengelernt. Mein Herz fing sofort Feuer und ihres auch. Ich habe mich in ihr Gesicht, ihre Augen, ihr Lächeln, ihre Lippen verliebt. In alles. Auch in ihr Wesen. Ich ging zu ihr und sagte, ich liebe dich. Ziemlich direkt. Und wie ging's weiter? Rendezvous, Spaziergänge, Geschenke? Bei uns macht das Mädchen Geschenke. Sie hat mir Perlen geschenkt. Was sagst du zu ihrer Lippendehnung? Es ist ihre Entscheidung. Sie wird Schmerzen haben, aber mit dem Lippenteller kann sie viel mehr Rinder bekommen. Hast du Angst um sie? Was fühlst du dabei? Sie ist stark und die Wunde wird schnell heilen.